Hi und weiter mit Mass Effect. Wir wollen Liara T'Soni, die Tochter der Matriarchin, finden und retten vermutlich und ihr sagen, dass wir ihre Mutter umgebracht haben. Das wird sicher eine interessante Konversation. Dazu müssen wir allerdings in den Artemis Tau Cluster reisen, wo uns die Galaxiekarte hoffentlich helfen kann bei herauszoomen, ja. Artemis Tau, Liaras Ausgrabestätte. Okay, dann müssen wir zuerst nach da und dann nach da. Und nach da. Also wenn das sowieso der Weg ist, der genommen wird, dann können wir auch einzeln... Komm. Können wir auch einzeln dahin fliegen. Yep. Da will ich hin. Oh, cool. Ach, richtig, wir sind ja noch auf dem Planeten Noveria. Das habe ich völlig vergessen, weil ich ja letztes Mal den anderen Planeten gescannt habe und dafür hatte ich gedacht, ich wäre schon im Orbit wieder. Oh oh. Ich hoffe, das ist normal. Nicht, dass ich in einen Weltraumkampf geworfen werde gleich. Neuer Nachrichteneingang. Stelle durch. Commander Shepard, mein Name ist Nassana Dantius. Ich habe einen Job für Sie. Über ungesicherte Kommunikationswege möchte ich jetzt keine Details nennen. Wenn Sie an meinem Angebot interessiert sind, kommen Sie bitte auf die Zitadelle, damit wir uns unter vier Augen unterhalten können. Ich werde in der Diplomaten-Lounge im Präsidium auf Sie warten. Okay. Bisschen zufällig das Ganze. Ich hätte... Oh, Nirvana! Ich hätte gedacht, nee, da will ich eigentlich nicht zurück. Ich habe einen Auftrag. Gute Frau. Aber wenn es dann nicht gut geht, Zion, okay. Eden Prime. Woher kenne ich den Namen? Ach, ich erinnere mich. Wir kommen von hier. Aber ich gucke mir alle Planeten an. Ja, das mache ich jetzt ab sofort immer in jedem System. Sorry, ich will die erforschen. Ich brauche diese tollen matriarchischen Aufzeichnungen. Und die Texte lesen wir nicht. Nee. Xanadu. Das ist hier... Das kommt mir so ein bisschen vor wie das System der Musik. So ein bisschen, weil... Okay, wir reisen zur Zitadelle. Ja, ich mache Nebenquests jetzt. Auf geht's, zurück zur Zitadelle. Das kostet ja keine Zeit. Ich will wissen, was das ist. Sonst vergesse ich's noch. Und das will ich ja auch nicht. Am Ende ist das eine Nebenquest genau für das Gebiet, wo ich hinreise auch. Also, auf geht's. Wir werden vielleicht mit unserem Chef reden. Ich weiß nicht. Mal schauen. Diplomaten-Lounge. Kann ja nicht schwer zu finden sein. Und wenn diese Nebenquest belanglos ist, dann mache ich das auch nicht mehr. Dann werde ich die irgendwann alle später machen. Aber das im Prinzip die erste Nebenquest, die wir per Funk bekommen, war und ist, machen wir die, ja? Wir machen die. So. Lass mich raus hier. Wo ist der Ausgang? Oh ja, ich kenne mich auf der Normandie total aus. Wo ist der Ausgang? hier nicht, oder? Nee, hier nicht. Hier nicht. Hier bin ich falsch. Hier ist mein Zimmer. Kein Ladebildschirm, bitte. Kein Ladebildschirm, bitte. Nein. Dann gehen wir nach hier. Das führt bestimmt zum Ausgang. Wahrscheinlich bin ich dran vorbeigelaufen. Ja, ich glaube, der ist oben bei Joker. Im Cockpit. Ja, ich bin doof. Aber, was soll's? Hier ist kein Ausgang, ja, ich weiß. Hier geht's nur zu Tali. Okay. Denken und dann machen. Könnte so einfach sein, das Ganze. Es könnte so einfach sein. Lass mich laufen! Ja, genau. Ladebildschirm schon wieder. Dann schauen wir mal. Schauen wir mal, was der tolle Auftrag ist, der uns über Funk zugestellt wurde. Muss ja was Wichtiges sein. Es muss einfach. Absolut. Hier sitzen doch ganz schön viele Leute. Und hier ist ein freier Platz. Also wir haben doch mehr Leute noch an Bord, als wir gedacht haben. Also dich wollte ich mitnehmen. Ich will mal gucken, wie deine Skills so sind, damit ich dir vielleicht eine Rüstung anziehen kann.
Und dann nehmen wir... Ja, dich mit. Du bist, warst bei der Zitadell-Sicherheit. Du kommst mit. Ja. Für die nächste Kampfmission. Innendruck wird Außenatmosphäre angeglichen. Gut, gut. Logbuch. Kommandant ist an Land gegangen. Executive Officer Presley hat das Kommando. So, dann schauen wir direkt mal, bevor ich es vergesse. Ashley, du sollst Kampfpanzerung mal schauen. Erste Hilfe, Schildboost. Was ist hier bei Soldat? Erweiterter Schild, schwere Panzerung ausstatten. Da muss ich hin. 1, 2, 3. Schwere Panzerung. Und das haben wir hier mal noch einen besseren Schildboost. Den haben wir auch noch direkt. Komm, warum nicht? Und... Keine Ahnung. Vielleicht. Erste Hilfe soll sich ja so ein bisschen addieren. Je nachdem. Und... Okay, Schrotflinte kannst du nicht wirklich. Präzisions... Ja, das schauen wir erstmal. Schauen wir erstmal, was du so... Okay, okay. Oh, wir haben ja noch den anderen hier. Der andere hier hat 36 Skillpunkte frei. Den kann ich komplett noch so machen, wie ich will. Oh mein Gott. Da habe ich ein bisschen Angst vor. Das schiebe ich hier raus, ja. Das schiebe ich in die Zukunft. Aber das ist gut. Das ist sehr gut. Das gefällt mir. So. Du sollst die Mantis anziehen. Ja, die Mantis. Guckt euch das an. Guckt dir das an. Ashley. Du bist... Oh ja. Oder Mantis. Soll ich es Mantis nennen? So ist schön. So ist gut. Steht dir. Vielleicht nicht so sehr wie die alte. Aber du siehst deutlich tödlicher aus jetzt. Oh ja. Okay. Damit hat Ashley sich anscheinend auch wieder einen Platz auf meinem Team gesichert, bis ich für andere Leute eine ähnliche... Wer bist du? Oh, Normandy-Waffen. Achtung! Was? Cool. Stehen Sie bequem. Rear Admiral Mikhailovich, 5. Flotte. Okay, wir salutieren. Ja, er hat's gemacht, dann mache ich das auch. Wer es zuletzt macht, der ist höherrangig, habe ich gehört. Commander Shepard, SSV Normandy. Sie wissen nicht, wer ich bin, oder, Commander? Ich habe das Kommando über die 63. Speerflottille. Nach dem Testflug sollten Sie und die Normandy mir unterstehen. Dann streckte der Rat seine Hände. Klauen, Tentakeln, was auch immer. Sie streckten sie nach unserem Schiff aus. Und nach Ihnen. Oh, und jetzt bist du nett, mein Boss. Ich kann nicht sagen, dass ich darüber traurig bin. Ich diene immer noch der Allianz, Sir. Und als Spectre kann ich unsere Interessen beim Rat vorantreiben. Sie wissen aber schon noch, welche Farbe Ihr Blut hat, oder, Shepard? Ich missbillige die Entscheidung der Politiker nicht unbedingt, Sie dem Rat zuzuweisen. Es ist eine Chance. Ich missbillige allerdings dieses überladene Stück Blech. Was? Lass mein Schiff in Ruhe. Die Normandy ist ein gutes Schiff, Sir. Bisher hat sie uns treue Dienste geleistet. Sie ist eine Spielerei, Commander. In einem Kampf um Leben und Tod ist sie nutzlos. Dieses Experiment hat unser Haushaltsbudget Milliarden gekostet. Für das gleiche Geld hätten wir einen schweren Kreuzer bekommen können. Aber nein, wir mussten ja nett zu den Turianern sein und ein Heidengeld für einen gemeinschaftlich erbauten Schrotthaufen rauswerfen. Ich bin wegen einer Inspektion hier, Commander. Die Normandy ist ein Kriegsschiff der Allianz. Ich erwarte, sie in Topform zu sehen. Heiliger Scheiß, wieso bin ich nur zurückgekommen? Jetzt wird auch noch mein Schiff inspiziert. Es sei denn, ich weigere mich. Aber ich bin gerade mal, ich weiß nicht, 2 Wochen ein Spectre oder so. Und wenn ich versage, dann bin ich entweder tot, dann könnte es mir egal sein, oder ich muss zurück zur Allianz und zu ihm. Also sagen wir erstmal, okay, ja, machen wir halt. Wir würden uns geehrt fühlen, Sie Ihnen zu zeigen, Admiral. Da bin ich mir sicher. Warten Sie hier, es wird nicht lange dauern. Was? Du kannst gerne... Commander, ich bin nicht besonders glücklich. Du, es war ein bisschen komisch jetzt. Habe ich den alleine da reingelassen? Was gibt es denn zu bemängeln? Wer hat diese Operationszentrale entworfen? Den Commander Achtern von allen anderen zu platzieren, ist absolut ineffizient.
Was passiert denn, wenn er etwas mit den Crewmitgliedern am Bug besprechen muss? Du musst das Schiff inspizieren, um das festzustellen. Hast du keine Baupläne? Wer bist du überhaupt? Was? Sagen wir das, die blaue Option ist immer gut. Modifiziertes turianisches Design. Sie bevorzugen es, wenn ihre Commander ihre Untergebenen beaufsichtigen, statt in ihrer Mitte zu fungieren. Wir wollten abwarten, wie effektiv sie mit einer solchen Anordnung kommandieren können. Durchaus nachvollziehbar. Aber das hätte man auch in einem Labor herausfinden können, statt auf einem Kriegsschiff in vorderster Linie. Ich habe mich sehr über ihren Antriebskern gewundert. 120 Milliarden Credits Element Zero, nur um dieses Ding ungesehen in Bewegung zu setzen. Sie können sich sicher vorstellen, dass man mit dem Geld Antriebskerne für 12.000 Jäger hätte herstellen können. Was für einen Sinn hat es überhaupt, sich für ein paar Stunden zu verstecken? Nutzlos. Wie bist du Admiral geworden? Du hast Verwandtschaft im Militär, oder? Die haben dich dahin geschustert. Natürlich hat es Riesenvorteile, sich ein paar Stunden lang verstecken zu können. Ich kann alle möglichen Kommandooperationen durchführen. Ich kann Leute absetzen, unentdeckt. Du bist jämmerlich. Wir können uns in ein feindliches System schleichen und den Verkehr beobachten. Oder Infiltrationsteams auf feindlichen Welten absetzen. Die Normandy ist um Längen effizienter als ein salarianisches STG. Vielleicht. Aber das sind auch nicht die Aufgaben eines Kriegsschiffs. Unsere Aufgabe ist es, die feindliche Flotte zu finden und zu eliminieren. Und nicht nachzuzählen, wie oft ihre Garnison ins Bad muss. Wir müssen auch über ihre Crew sprechen, Commander. Krogana? Turiana? Was denken Sie sich eigentlich, Commander? Sie können doch Aliens keinen freien Zugang zu Allianzausrüstungen gewähren. Das ist lustig. Er hat Tali nicht erwähnt. Und für mich ist Tali immer noch die größte Sicherheitslücke auf dem gesamten Schiff. Der Kroganer, der interessiert sich für Technik einen Scheiß. Garus interessiert sich, wurde auch nicht genannt. Wer wurde genannt? Ich weiß nicht. Ist doch egal. Alle außer Tali interessieren sich nicht dafür. Und ja. Immer die blaue Option. Verbündete, Spektre, Frieden, Freude, Eierkuchen. Wir haben neben Saren und den Geth noch genug Feinde da draußen. Wer anderen Spezies mit Argwohn und Misstrauen begegnet, gewinnt sicher keine Herzen für sich. Das würde voraussetzen, dass jene Herzen es wert sind, sie zu gewinnen. Und das muss noch bewiesen werden. Haben Sie sonst noch was zu sagen, Commander? Eine andere Rechtfertigung für den Zustand dieses Schiffes vielleicht? Ob ein Herz es wert ist, gewonnen zu werden, weiß man meist erst nachher. Also sage ich die oben links Antwort. Ja, ich fühle mich hinreichend idealistisch mal wieder. Ich halte die Normandy für ein gutes Schiff, Sir. Selbst wenn Sie anderer Meinung sind, müssen Sie zugeben, dass Ihr gemeinschaftlicher Bau und die gemischtrassige Crew die Allianz besser aussehen lassen. Es ist Ihr Job, gut auszusehen, Commander. Die Allianzflotte hat Kriege zu gewinnen. Ich bin noch nicht davon überzeugt, dass die Normandy keine Verschwendung von Steuergeldern ist. Aber ich bin jetzt überzeugt, dass Sie das anders sehen. Und dass Sie sie bestmöglich einsetzen. Ich werde dem Militärstab des Rats einen Bericht schicken, der positiver ausfallen wird, als ich es geplant hatte. Gut gemacht, Commander Shepard. Wir sind stolz auf Sie. Oh, cool. Gut. Puh, ja, hardcore. Kann ich jetzt die Waffen mehr angucken? Anscheinend war das sein Trigger. Ja, aber die Normandy ist toll und all das. Und wir sind kein Kriegsschiff. Wir sind kein Kriegsschiff, wir brauchen keine dicken Waffen, wir brauchen das alles nicht. Wir sind so ein Kommandoeinsatzschiff. Was können wir hier noch lernen? Panzerung? Ach, warum? Was kriege ich denn für Experte irgendwann? Nichts. Gut. Was kriege ich hier? Kriege ich hier Singularität? Ja, Warp habe ich noch gar nicht gelernt. Ich könnte Heben total maximieren, weil Heben gefällt mir ja so gut. Ich könnte aber auch hier mein Spektre. Okay. Schmeicheln kann nicht erhöht werden. Vielleicht, wenn ich hier ein paar Punkte rein tue, kann ich dann Schmeicheln auch wieder erhöhen. Anscheinend nicht. Was haben wir da? Also Spektre-Training ist wohl nie eine Verschwendung. Das verbessert grundsätzlich irgendwie alles.
Gut, was haben wir hier? Experte. Ja, Nachladezeit reduzieren ist auch immer gut. Okay, wir gehen auf richtig tolles Heben und dann mache ich Experte ein bisschen weiter. Und Pistole lasse ich erstmal so anscheinend, ja. Das wird schon noch. So, Ashley, du hast auch wieder Punkte bekommen. Tja, ich wollte mal gucken, was für eine andere Waffe ich ihr noch geben kann, bevor ich mich da entscheide. Also ich glaube, eine Schrotflinte hat sie eine richtig gute mittlerweile. Allerdings können wir auch hier noch ein bisschen weitergehen. Also es ist jetzt nicht so, dass... machen wir erst eins voll und dann gehen wir auf andere Waffen. Gut, das mit dem Admiral kam überraschend. Bin ich dann doch ganz glücklich, dass ich hier war, um das zu machen. Fährst du schon? Ja. Überraschungsinspektion. Vorsitzender Burns vom Parlamentarischen Unterkomitee für Transhumane Studien wurde von Biotik-Extremisten entführt. Die Biotiker befanden sich auf einem Frachter und wurden zuletzt im Hades-Gamma-Cluster gesehen. Es wurden bis jetzt noch keine Forderungen gestellt. Hey, Hades-Gamma-Cluster kommt mir bekannt vor. Kommt mir total bekannt vor. Das steht hier irgendwo im Tage. Oh, jetzt steht hier auch Geiselname. Ja. Hades Gamma Cluster. Und hier war irgendetwas. Vermisste Person. Das hat nichts damit zu tun. Vermisstes Forschungsteam. Hades Gamma Cluster. Gut. Das kommt alles ein bisschen zusammen jetzt. Das heißt, wenn ich da hinkomme, werde ich ja wohl irgendwann, werden wir das auch machen. Aber erstmal haben wir diese fürchterliche Aufzugsfahrt hinter uns zu bringen. Und dann suchen wir die Person, die uns eine Quest per Telefon geben wollte. Beziehungsweise eben nicht geben wollte. Bis zum nächsten Mal.